Ich habe als Schüler schon viel Theater gespielt und habe es dann lange Jahre von mir weggewiesen und bin dann aus familiären Gründen hier gestrandet in Altusried. Und Altusried ist total theaterverrückt und theaterbegeistert und dem kann man sich nicht entziehen und dann muss man zwangsläufig mitmachen. Und dann kommt man irgendwann auch am Freilichtspiel nicht mehr vorbei. Das Schöne bei so großen Inszenierungen jetzt auf Robin Hood, wo so viele Leute mitmachen, ist einfach, dass jeder gleich ist. Von der kleinen Rolle bis zur großen Rolle, mit viel Text, wenig Text, manche sagen gar nichts und sind genauso wichtig wie alle anderen auch. Das ist eigentlich das Schöne. Gerade auch in Altusried ist es eine große Schauspielfamilie, eine große Theaterfamilie und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Man bestätigt sich gegenseitig, man kritisiert sich gegenseitig, man leidet zusammen und das ist ganz egal, wie die Figur heißt, die man spielt. Wenn der Vorhang, den wir nicht haben, um 20.30 Uhr aufgeht, heißt es, dass die Bühne um 20 Uhr frei sein muss, denn dann ist Einlass. Bis dahin ist ein Großteil der Schauspieler da, hat sich Kostüme angezogen, war je nach Rolle unter Umständen in der Maske, hat sich die Haare nochmal schön gemacht. Also bei meinen Schauspielkollegen ist es wie bei allen anderen auch. Es gibt die Leute, die brauchen vorher unbedingt einen Kaffee, um wach zu werden. Andere müssen 5 Minuten vorher ganz für sich sein, reden den Text durch, dürfen überhaupt nicht gestört werden, können nicht angesprochen werden. Das ist total unterschiedlich. Und andere stehen dann noch und drücken 10 Sekunden vor dem Auftritt noch die Zigarette aus. Das gibt's auch. Routine und Sicherheit auf der Bühne ist grundsätzlich ganz gefährlich. Das kann immer passieren, wenn man es über Wochen spielt. Teilweise über Monate, man vielleicht eine Arbeitswoche hinter sich hat und am Freitag ganz selbstsicher auf der Bühne steht und dann ist im schlimmsten Fall mal der Text weg. Gefährlich ist es in Kampfszenen, wenn ein Kampf viel zu gut permanent funktioniert hat, dann gibt es beim nächsten Mal garantiert auf die Finger und oder man haut daneben und es passieren andere Sachen. Also Routine ist im Theater immer ganz, ganz schlecht. Da tut es sehr, sehr gut, wenn man eine gewisse Demut vor der Aufführung hat und seine Sachen einfach nochmal akribisch durchgeht. Nach der Vorstellung geht es natürlich hoch her, speziell hier in der Kabine. Da erstmal versuchen alle aus ihren leider häufig nassen Klamotten rauszukommen. Und dann gibt es hier ein, ich nenne sie Spielerhütte, da gibt es was zu essen und zu trinken, da bleibt man auch. Je nachdem, an Sonntagnachmittagen gibt es ein Parkfest und abends manchmal auch Party außerhalb der Bühne. Also es ist ein geselliger Sommer.